Hallöchen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans und heute ist auch jemand etwas ganz Besonderes dabei. Hallo, ich bin's, der Elefantenfisch. Genau. In der heutigen Folge haben wir vor, euch den CW vorzustellen, den wir gestern Abend gestartet haben, beziehungsweise er läuft ja gerade noch. Ja, hat vor knapp einer Stunde hat er angefangen. Jo. Ja, warte mal, ich schreib mal kurz, wer möchte. Jo, mach mal. Ich glaube, wir greifen als letztes an, oder? Ja, mein letzter Magier ist erst in zwei Minuten knapp ist er fertig. Und dann wäre ich auch für bereit. Also hier wollen schon ein paar. Okay. Mal sehen, wer jetzt anfängt, ne? Mhm. Ich weiß gar nicht. Rathaus 9er wurde auch noch gar nicht angegriffen von uns. Mal sehen. Okay, das sieht dann schon mal gut aus. Ja. Vom Gegner her, wer hat er denn schon angegriffen? Okay, die ganz oberen haben noch keinen Angriff genutzt. Ja, und die haben bisher auch immer den gegenüber angegriffen, also die 8 auf die 8, die 10 auf die 10, das ist ja immer ein bisschen schwieriger. Meistens, weil das ja. Also bin ich mal gespannt, ob dann deren 1 mich auch angreift. Ja, wird spannend. Okay, ich mach als zweites. So. Ja. Niemand greift jetzt gerade an. Wer will AG? Fragezeichen. Ja. Da hat jemand einen Drachen. Ja, leider, ich hätte gerne ein paar Max-Drachen gespendet, aber ich habe nur noch 170.000 Elixier und ich brauche das halt dann noch für meinen zweiten Angriff, den ich halt über Nacht dann baue. Okay, hier ist gerade ein Live-Angriff. Ah, der Adi. Jo. Mit jemand dran? Also der 31. greift den 32. an. Okay, ja, das ist ja in Ordnung. Jo. Mit Ballons, Barbaren, Bogenschützen und zwei Goblins wahrscheinlich zum Auffüllen. Ja, und dann aufzuräumen. Ich denke mal, es wären 3 Sterne, weil der hat nur da eine Luftabwehr. Level 5 war Luftabwehr, glaube ich. Oder Level 4 sogar. Ich weiß gar nicht. Level 4. Level 4. Ja, mit die Ballons dürften dann das schon schaffen, glaube ich, denke ich mal. Oder, was denkst du? Ja, eigentlich müssten die das ja schaffen. Warte mal ab, jetzt hat er die Klamuk da unten rausgelockt. Jetzt ist sie tot, die Klamuk. Jetzt ist die Klamuk auch schon tot. Jetzt müsste er mit den Ballons langsam kommen. So wie eben, ich weiß gar nicht, eben hat er jemand angegriffen, der hatte mit 20 Riesen angegriffen von uns. Und dann kam dann eine Walküre raus aus der Klamuk und dann die hat alle Riesen so in 10 Sekunden tot gemacht. da kamen noch ein paar Klamuk drum raus. Das war. Okay. Ja, Lakaien waren das, oder? Ja. Oh, Level 6 Magier in der Klarenburg. Ja, nice. Von dir wahrscheinlich, ne? Ich weiß gar nicht, vielleicht auch von. Wie heißt der zweite? Flauch oder Floch oder so? Ich vergesse immer den Namen. Ja, jetzt ist die Luft aber schon down. Okay. Ja. Ah, der hat auch wieder eine Valkyrie drin, aber die kann halt nichts machen gegen die Ballons. Schade. Zu spät. Ja, der Heilzauber war zu spät gesetzt, ja. Ah, Mist. Wäre der früher gesetzt worden, da wären es, glaube ich, 3 Sterne gewesen. Ja, jetzt wären es, glaube ich, 0. Ja. Mist. War wirklich, ich glaube, dann so 5 Sekunden früher. Ja. Da kam eine Luftbombe und boom, alle weg. Ja. Jetzt ein bisschen blöde gelaufen. Ja, kann man nichts machen. Jetzt ist er noch da. Ja. Ein paar Barbaren. Vielleicht, ja, nee, eine Valkyrie lebt. Ein Lakai, ja. Level 6 ist das, ne? Ja. Das wäre sogar eine Level 4 Valkyrie, die hat dann halt auch ordentlich Leben. Oh, ja. Mit der sexy goldenen Axt. Player Gaddon, ja. Ja, okay. Der Ich wollte jetzt, glaube ich, gerade angreifen. Schade. Da oben. Oh, ja, da oben ist er. So. Oh, der Flosch greift. Flosch heißt er so. Flosch, okay. Jo, Max-Truppen. Das sieht doch nice aus. Ja, der hat leider seine Königin nicht. Die ist im Ausbau. Ja, meine auch, leider. Deswegen muss ich gucken, was sie gleich reißen kann. Also 2 Sterne ist immer das mindeste Ziel. Ja. Hat der Klamburg schon mal rausgelockt mit 2 Schweinereitern? Ich meine, alles ist draußen. Können ja mal rechnen. 2 Ballons, 10, ein Magier, 4 und dann 1000 Bogenschützen. Ja. Sollte klappen. Also, dass da nichts mehr drin ist. Müsste eigentlich funktionieren. Ja, und gut, dass die Ballons jetzt auch die Barbaren da angreifen und nicht irgendwie die Magier. Ja. Geht also, die Klamburg war schon mal perfekt rausgelockt und ausgenockt. Ja, das kann man fast gar nicht besser machen. Ich hätte vielleicht nicht die Magier gesetzt, weil jetzt alle Magier halt tot sind. Okay,
drei Golems, Magier hinterher. Ich hab die da oben gar nicht gesehen. Ich dachte, ich hab grad unten geguckt, dachte, alle Magier sind tot, aber dann hat er da oben noch die 10 Stück oder so gesetzt. Müsste man eigentlich nicht den Barbarenkönig vor den Packers setzen? Nee, das geht auch schon so. Eigentlich ja, okay. Ist das nicht so wild. Weil der König rennt jetzt da eh mal rum und tötet jetzt die Helden. Mm, und dann ist er jetzt eh auch gleich mit vorne drin. Nur schade, okay, dass jetzt die Golems ein bisschen rechts rauslaufen. Weil jetzt, ja, jetzt springt halt nichts in die Mitte, ne? Ja, das ist immer blöde. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Und ohne Queen ist das auch. Ja. Also die Queen ist meistens die Kluge und läuft in die Mitte. Das ist immer der Vorteil an der. Aber doch, jetzt, aber doch, jetzt laufen ja, die in die Mitte. Ja, jetzt laufen das die. Müsste eigentlich eine lockere 2 Sterne werden. Ja, ja, das wären 2 Sterne. Ja, da leben ja noch 2 Packers, ein Golem, der noch voll ist, der König. Den König kann er ja noch zünden. Und er hat ja. Ja, das wären lockere 2 Sterne. Ja. Nice, nice, nice. Oder der Packer ist jetzt, glaube ich, auch gleich tot, weil die Tesla, die hauen jetzt ordentlich rein. Ne? Die machen halt doppelten Schaden. Mhm. Aber die Tesla, ja, die Tesla greifen gar nicht. Gratis gefallen. Die Tesla greifen gar nicht den Packer an, sondern den Golem. Sehe ich gerade. Ja, das läuft doch perfekt. Also 2 Sterne, ja, kann man nicht meckern. Ja, man hätte vielleicht einen anderen Trank mitgenommen anstatt dem Blitztrank, vielleicht noch einen Heiltrank oder so. Und mit der Königin hätten es vielleicht sogar 3 Sterne werden können. Ja, das wäre dann besser gelaufen. Mal kurz 11 Nachrichten im Chat. Ist immer die Hölle los während deines CWs, wenn man aufnimmt. Ja. Okay, jetzt okay, hat er noch da ein paar Bogenschützen, holt ein paar Prozente noch. Ja, für die Statistik. Ja, für die Statistik. So. Ja, eben hatten wir da zwischenzeitlich, glaube ich, 94% zerstört am Anfang. Okay, okay, das ist nice. Ah, der Mutlu 64 greift gerade an, kann ich leider nicht zuschauen. Jetzt ist der gerade Angriff zu Ende, 1 Stern. So. Will noch wer? Ja, bestimmt will gleich noch jemand. Fragezeichen. Ja, ist so eine Sache, ne? Aber 35. Ah, da ist ja, einer. Da ist einer. Ich hab grad gesehen. Hier. Franzi. Franzi. Franti. Franti, Franzi. Franti greift Papa Volt an. Papa Volt. Ja, lockt wieder mit einem Ding, mit einem Schweinereiter in den Drachen raus. Mhm. Ich glaube, das ist auch nur. Ja. Nur ein Drache drin, bestimmt. Ich glaube, mehr passt auch gar nicht rein, oder? In die 7er Klarenburg. Also, Ratslevel 7er. Ja, ich glaube, 20 ist es maximal. Ja, ja. Okay, jetzt mit Bogenschützen. Nee, viele hatten einen Drachen drin. Von unten, ganz unten hatten mehrere schon einen Drachen Level 4 drin. Finde ich irgendwie, einen Drachen finde ich nicht so gut in der Klarenburg, weil der greift ja die Bogenschützen einzeln an und jetzt ist er schon tot. Es sei denn, du setzt alle Bogenschützen auf einen Fleck, ne? Ja, dann macht halt der Flächenschaden schon ordentlich, aber. Habe ich selten. Also das habe ich auch schon gesehen. Habe ich selten gesehen. Und jetzt geht er halt da rein mit den Drachen, ja. Und danach kommt der Muax. So. Ah ja. Ich würde Heil und Wut nicht auf einmal setzen. Ja, manchmal kann es ganz gut sein. Manchmal aber muss man halt je nachdem gucken. Jetzt setzt er noch eine Hexe aus der Klamuk raus. Jo. Ja, und jetzt werden die. Oh, hoffentlich fliegt jetzt der eine gleich noch weiter in die Mitte. Nee, jetzt fliegt wieder raus. Ah, nee. Oh, das. Diese Drachen können raufregen. Ja, der ist wahrscheinlich da zum König geflogen. Komm, jetzt rein. Ach, nee, lieber zur Bauhütte. Aber der eine da oben fliegt, glaube ich, jetzt gleich rein. Aber der. Ja, aber die Luftabwehr. Ja, die haut schon ordentlich rein gerade. Oh. Obwohl, sieht eigentlich, es sind nur noch die Luftabwehr da und der eine Tesla. Und das leben noch 4, 5 Drachen. Ja. Jetzt kommt aber hier so eine. Wenn der Barbarenkönig noch ein bisschen tankt für die Hexe da unten, dann könnte ja das noch was werden. Ja, die müssen jetzt mal einfach mal in die Mitte fliegen, in die Drachen. Aber bisher haben sie noch. Ja, aber die Außengebäude sind ja wichtiger. Doch, aber das sollten noch eigentlich 3 Sterne werden, oder? Ja, müssten ja eigentlich. Schätze ich auch mal. Die Hexe lebt ja da noch, die. Und die. Und der Minenwerfer von Magetum machen ja auch nicht so viel Schaden jetzt. Die Hexe entschließt sich langsam dazu, in die Mitte zu gehen. Ja. Bogenschützen leben da. Und jetzt ist leider der Drache kaputt. Hast vielleicht sogar ein Zeitproblem, noch ein bisschen. Ja, das könnte was werden. Ah, jetzt kaputt machen. Ja. Ein Magier Level 6 lebt noch. Ja, und die Bogenschützen da hauen noch ein bisschen auf den Magierturm. Das wird echt knapp. Oh, das wird eine richtig knappe Geschichte. Denn jetzt. Komm, Barbaren. Der Magier muss überleben. Ja, das werden. Ja, das werden. Ja, gut, der Magier damit sauber. Mit 10 überlebt hat. Ja, also, oh, das war eine knappe Geschichte. Ja. Zwei Problem wird es nicht mehr.
Ja, 10 Sekunden hat er noch. So, bam, Junge, 3 Sterne. 3 Sterne ist doch gut. Das ist geil. 24 auf 27 auch noch. Perfekt. Oh, noch ein Angriff. Oben, kann ich nicht zuschauen. Ah, ich kann leider nicht zugucken. Ja, das ist manchmal irgendwie komisch. Manchmal kann man zuschauen, manchmal nicht. Ja, ich frage mich, woran das liegt. Ich weiß das auch nicht. Würde mich interessieren. Ja, vor allem, weil manchmal kann man ja raufklicken, live zuschauen und dann, gerade wenn man klicken will, ist es weg. Mm. Aber er hat schon das Rathaus. Rathaus hat er schon. Okay. Ja, dann müssten eigentlich 2 Sterne drin sein. Ja. Und ich frag mal nochmal kurz. Jo. Noch jemand. Der MB-Master wollte doch angreifen. Ja, hab ich gerade gar nicht mitbekommen. Ja, der hat den 2. Stern, 50% gerade. Ja, sehr nice. So. Ja, er stimmt, MB-Master hat er gerade. So. So. Vielleicht werden es ja noch bei Marco 3 Sterne. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß. Wäre natürlich geil. Ja, wir können es ja jetzt leider nicht sehen, ne? Ja, das finde ich etwas schade, aber nun gut. Okay, der MB-Master greift an. Jupp. 18 gegen 18. Mal schauen. Go Wipe, okay. Mit dem Go Wipe. Ja. Mit einem Riesen versucht er jetzt die gesamte Klarenburg ist jetzt draußen. Ja, wieder ein Drache drin. Ja. Da hat wohl jemand bei denen ordentlich Drachen gespendet und gebaut. Mm. Ich finde, ein Drache ist auch irgendwie auch viel zu teuer. Der kostet, auf Level 4 kostet der 42.000. Ui, ja, das haut mächtig rein. Und dann für so einen Klangkrieg, dass der hier so rausfliegt und sofort tot ist, ist das irgendwie auch schade für die Ressourcen, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Dann kann man auch Magier reintun oder halt Bogenschützen. Die dauern halt ein bisschen länger zu töten. Ja, klar. Aber sieht hier auch wieder nach 2 Sternen aus. Ja, müssten lockere 2 Sterne sein. Also der MB-Master ist auch bekannt für 3-Sterne-Angriffe. Ja, ich schau mal. Ah, jetzt schau, guck mal, unten links die Packers laufen leider beide außen rum. Ja, das ist das Problem gewesen. Aber jetzt okay. Tanken die Golems und der König ordentlich. Aber leben nur noch. Also ein Golem ist ja noch nicht mal gesplittet. Doch. 2 Golems noch nicht. Beide leben noch bei mir komplett. Jo, stimmt. Jo. Okay, das sieht gut aus. Wenn die jetzt gut. Ah, Riesenbombe. Ja, ein Magier lebt da. Die hat noch Damage gemacht. Okay, er zündet jetzt seinen King. Eins. Es lebt nur noch ein Bogenschützenturm, der richtig Damage macht. Ja, und so eine kleine Kanone noch. Achso, okay. Habe ich übersehen. Ja, die ist gleich da oben. Könnten 3 Sterne werden, weil da unten leben noch 2 Magier. Mm. König lebt noch, Barbaren leben noch. Sollten 3 Sterne werden, denke ich. Ich denke mal, das wären 3 Sterne. Könnte ich mir vorstellen. Ja, müssten eigentlich werden. Vor allem die Packers hauen ja heute ordentlich rein. Ja, die helfen. Und die Golems leben ja auch noch. Ja, und mit den Packers ist die Mauer halt ganz schnell jetzt kaputt. Jetzt ist sie offen. Die Magier zerstören halt. Das wären 3 Sterne. Ja. Boah, das wird total Stress im Chat, ey. Ja, ich kann halt nicht antworten, weil ich im Video bin. Man konzentriert sich dann halt immer auf die Angriffe und dann bekommt man den Chat nicht mit. Ja. Müssen die aber auch ein bisschen verstehen. Ja, deswegen bin ich an meinem normalen Clan. Und das ist halt meistens Englisch alles. Und deswegen. Ja, stimmt, ja. Ich sag dann halt nie, wenn ich aufnehme und. Die schreiben mir dann halt aber immer. Also die wissen halt, dass ich manchmal Videos mache. Und dann. Viele sind halt Engländer und die sagen dann halt immer, ich habe wieder dein Video gesehen, aber ich verstehe nichts, was du sagst. Ja. Ja, ich habe ja gesehen, dass du im englischen Clan bist. Ja, 3 Sterne hier. 3 Sterne von MP. Sehr nice. Also das ist auch schon eine reife Leistung. Ja. Gegenüber angegriffen mit Go Wipe. Läuft. 42 Sterne schon. Nicht schlecht. Boah, das läuft diesmal richtig geil. 2 Sterne ist der Durchschnitt, 2,1. Ja, sehr nice. So, wer will jetzt? 3 Sterne mitgeholt. Will jetzt. Und wieder WhatsApp-Nachrichten. Mal schauen, wer jetzt. Kennst du das? Du willst aufnehmen und kriegst dann 1000 WhatsApp-Nachrichten und wenn du so nichts zu tun hast, dann schreibt niemand. Nee, ich hab das mein Handy immer auf stumm. Okay. Und dann, Alter. Lege ich das halt weg. Und dann krieg ich das halt nie mit auch. Ja, auf Android, ich weiß nicht, wie man die Push-Up-Benachrichtigung ausschaltet. Ach so, ja. Ja, die habe ich ja an, dass das dann der Bildschirm geht dann halt an, wenn eine Nachricht kommt, aber das vibriert dann halt nicht bei mir. Das hatte ich. Okay. Weil am Anfang, wo ich das hatte, hatte ich das auf Vibration und dann hat das wirklich
alle 10 Minuten machen so ein. Das hat dann halt immer genervt, dann habe ich so irgendwas ausgeschaltet. Oder greift jemand. Oh, ja, ja. So, Jannis. Auf die Nummer 29, okay, der gegenüber. Okay. Riesenmagier, ein Heiler und ein paar Truppen zum Auffüllen. Ja, könnten. Mal sehen, kommt drauf an, was in der Clanburg drin ist, denke ich mal. Mhm. Was kommt da raus? Bogenschützen. Ein Magier. Okay, das müsste man eigentlich locker auslocken können. Mhm. Aha, Magier Level 6. Ja. Also bei mir dauert es noch ein bisschen, bis ich auf Ratslevel 10 gehe. Ja, dann kann man sich ja auch hoch vom letzten. Was? Aha, alle Magier auf eine Stelle, das ist nicht gut. Im letzten CW, hast du das eventuell gesehen? Welchen Angriff? Ich hatte das, die Folge angeschaut, aber ich weiß nicht, ob ich den... Auf jeden Fall hat jemand mit Pekkas im Magier angegriffen, alle Magier auf einen Fleck, eine Riesenbombe, alle weg. Ach ja, ich glaube, das hatte ich gesehen. Doch, das hatte ich, glaube ich, gesehen. Ja, deswegen setzt man die nicht auf eine Stelle. Okay. Ah, keine Mauerbrecher dabei. Ja, das ist... Manchmal sind Mauerbrecher gut. Die Riesenbombe. Ja. 10 Magier reingelaufen. Aber dann Heiler wenigstens noch. Okay, ja. Das Problem ist, die Riesen gehen jetzt nur zu den Verteidigungsgebäuden. Ja. Aber ein Magier lebt hier noch, wie ich sehe. Ja, und der König lebt ja auch noch. Da kommt noch ein 6er Magier raus. Ja, sehr nice, sehr nice. Eventuell kann's ich hätte die vielleicht, was werden. Ich hätte die vielleicht oben auch hinterher gesendet und jetzt nicht hier unten. Ja, wäre, glaube ich, sinnvoller jetzt gewesen. Jetzt greifen die Kanonen hier halt an. Muss man abfahren. Wenn jetzt schnell genug alles kaputt machen. Wenn der Magierturm jetzt fällt, das wäre auch nice. So. Ja. Und das denke ich mal, das wären auf jeden Fall 2 Sterne, weil der König da noch lebt. Mhm. Und der König geht dann gleich auf Rathaus rauf mit den Magiern da zusammen. Jo. Das Blöde ist jetzt der Luftfeger bei dem Heiler, ne? Aber er heilt trotzdem. Ja, der fegt ja nur so 1,6 Feld, das ist, glaube ich, am Anfang. Und in der Zeit kann er halt wieder hinfliegen. Der Barbarenkönig zieht in Richtung Mitte und 2 Magier schießen schon aufs Rathaus. Müssten eigentlich 2 Sterne werden. Ja, müssten. Könnten vielleicht sogar 3 gelangen, denke ich. So viel. Ich glaube, das wird ein Zeitproblem. Stimmt, Zeitproblem, ja. Zeitproblem wird es auf jeden Fall. Der Magier, der da oben ist, müsste jetzt auch gleich, wenn er das Lager zerstört hat, nach außen rumlaufen. Mhm. Dann könnte es vielleicht. Jetzt da die Riesenbomben. Die Bomben. Thomas, sag Hertha BSC mal, er soll mich pushen. Okay. Eigenwerbung ist ja nicht schlecht, so. Ja. Jetzt leider ein Zeitproblem. Es wären lockere 3 Sterne gewesen. Ja. Schade. Hätten vielleicht so ein paar Magier da oben noch mehr überlebt, dann wären es halt. Also das nächste Mal, lieber Jannis, die Magier verteilt setzen und nicht alle auf dem Fleck. Jetzt 84% und nur noch die Zeit halt. Das Leben halt auch noch genug Truppen, um die es hätten machen können. Schade, ja. Schade aber auch, aber ja, 44 Sterne, 21 Angriffe ist, glaube ich, vollkommen in Ordnung. Ja. Ich habe ja schon ein bisschen Bedenken bei der 1, wenn ich, oder der 2, wenn ich die angreife, weil die haben die gleiche Base. Okay. Weil man die Clanburg nicht rauslocken kann. Okay. Und die Base ist halt so aufgebaut, halt, dass man, wenn man reingeht an einer Seite, dass die Truppen außen rum laufen. So, ich glaube, jetzt sind wir dran, oder? Ja. Möchtest du zuerst oder ich? Also ist mir eigentlich relativ egal. Warte, wir fragen die im Chat. Ja, fragen wir mal. Wer soll er? Ich oder Nico? Fragezeichen. Ja. Dach. So, mal gucken. Erst du dann, Nico. Erst du. Der sagt auch du dann nicht, der auch dann du. Ah, okay. Los, Thomas. Ja, dann fange ich, glaube ich, an. Welchen greifst du an? 4, 5, 6? Nummer 5. Nummer 5, okay. Also den gegenüber. Meine Queen habe ich nicht dabei. Ja. Ich bin nervös. Ja, sollte man schon schaffen. So, die Queen fehlt. Warte mal, wo würdest du mir raten, von wo soll ich angreifen? Von unten oder oben? Wirst du die Clanburg rauslocken oder wirst du die... Ja, die werde ich auch... Ich will gucken, was da drin ist. Wenn nur Bogenschützen oder so drin sind, muss man die nicht auslocken, finde ich. Ja, von wo könnte man die am besten locken? Von oben. Ich habe ja einen Schweinereiter dabei. Guck mal, da oben steht eine Kanone. Ich glaube, die werden dann zu der Kanone hinlaufen. Da steht eine. Ich versuche... Habe ich gar nicht gesehen. Mist. Ja.
Ah, nee. Was soll ich jetzt machen? Ich schaue gerade mal, ob es irgendwo vielleicht eine Stelle gibt, wo es möglich wäre. Ah, das sieht aber nicht so aus. Ah, schade aber auch. Ja, die Kanone da oben. Ja, da oben steht extra eine Kanone, das, die dann... Das hat er gut durchdacht. Ja, du könntest... Ich könnte es versuchen, von oben mit Schweinereiter. Eventuell könntest, läuft... Ja, musst du den so ein bisschen mittiger setzen, so bei dem Labor. Mhm. Bei dem Labor, und vielleicht läuft er dann rüber. Könnte klappen. Müsste man riskieren. Ja, okay. Hashtag no risk, no fun. Und den Hauptangriff würde ich von unten machen, glaube ich, oder? Ja, kannst du, oder halt von der Seite einfach, wo du eben schon dann gelockt hast. Das ist eigentlich dann, das ist ja, die Base ist ja symmetrisch. Da gibt's das, okay, ist ja eigentlich fast. Das mache ich dann auch. Huh. Angreifen, oh, ich bin nervös, ich bin echt nervös. Oh, Mann, doch, angegriffen. Kann ich zuschauen? Ja, ich kann zuschauen, sehr gut. Okay. Schweinerei. Ja, perfekt, er läuft nicht zur Kanone. Ja, ich habe nur... Bogen... Doch, der okay, ich konnte nur ein paar Bogenschützen rauslocken. Ja, bei mir ist das ja ein bisschen verzögert jetzt. Oh, okay, ich will nicht spoilern. Ja, ganz ruhig, ist ja nicht so schlimm. Okay, jetzt die Magier hinterher. Bisschen warten, bis die ein bisschen kaputt machen. Bei mir hast du jetzt erst die Magier gesetzt. Also so für 5 Sekunden sind es bestimmt versetzt. Okay. Macht ja nichts. So, jetzt ein bisschen warten. Mist. Ich Dödelkopf. Jetzt habe ich voll vergessen, dass ich in der Klamburg dann... Golem hatte. Ja, mach denn das. Am besten jetzt den Sprung. Die Magier laufen da rein. Am besten. Ja, warte, ich hab noch ein paar Mauerbrecher. Ja. Die können eventuell noch was reißen und wo. Oh, nee. Jetzt mal den Sprungfang auf die Goldlager. Auf die 2 Goldlager. Okay, Moment, ja. Die sind durch die Mitte durchgekommen, super. Oh nein. Ach, ja, aber die ziehen jetzt alle in die Mitte. Ja. Wenn die Mauerbrecher halt nicht durchgegangen wären, wären die halt dann reingesprungen durch den Trank. Okay, King muss sie jetzt zünden. Ich setz mal hier Wut. Ja. Alter, der will 5 Golems, ist ja mega geil. Ja, und die Packers, 2 Stück leben da, oder? Noch? Ich kann es nicht genau sehen. Boah, ja, das ist da. Das finde ich immer so. Es ist immer so ein Risiko dann, wenn man in der Mitte ist, dann weiter geht. Ja, dann, ja. Dann sind da alle. Wo gehen die? Oh nein, die Skelette. Geht zum Rathaus, bitte geht zum Rathaus. Geht doch zum. Ja, da ist noch, geht der, bitte da zum... ist noch der Magier. Ja, der Magier. Ah, der Magier ist nicht in der. Im Wutzauber drin. Ja, machen nichts. Die Golems, aber wenn die Golems. Ja, die gehen perfekt. Ich habe auch noch. Der Magier wird das holen, 2 Sterne. Ich habe trotzdem einige Fehler beim Angriff gemacht. Guck, und dann mit dem Bogenschützen, den kannst du da oben rechts an dem Goldlager setzen, und links an dem Goldlager, um noch ein paar Prozente zu holen. Ja, perfekt. 50%. Ja. Das läuft. Ja. Eieiei. Ja, wenigstens 2 Sterne ist doch gut. Ja. Ist immer das mindeste Ziel. Ohne Queen, dann habe ich auch noch den Sprungzauber fail gesetzt. Ich habe noch den einen Golem viel zu spät gesetzt. Die Packers waren, glaube ich, auch ein bisschen zu spät. Wobei, ich setze die im Moment lieber später als zu früh, weil die bei mir sonst immer nach außen laufen. Ja, lieber und dann ein bisschen später immer. Holen wir noch ein paar Prozente. Ja, noch. Für die Statistik. Ah, da setzt du die. Okay. Ja, also hier wären auch so lockere 2 Sterne drin gewesen, falls mir das Rathaus gefallen wäre. Ja, dann kann halt immer noch mit dem, wenn man ein paar Bogenschützen mitnimmt, die. Außenrum ein paar Gebäude holen. Die jetzt nicht mehr in der Reichweite sind. Ja, jetzt kann ich auch beenden. Also, das lief doch gut. Da fragt jetzt gerade der Beiflix-LP. Kann er machen, oder? Ja, klar. Ich weiß nicht. Greif an Doppelpunkt. Hashtag, nee, nicht Doppelpunkt. Hashtag Doppelpunkt. Ich glaube, der wollte die 4 angreifen, meinte er eben. Die 4, okay. Vorhin meinte er. Erst auf Platz 3, okay, ist in Ordnung. Ich meine, die 3 wurde sowieso schon getoo-start. Ja, mal sehen, ob er es. Ach, er hat noch gar keine Klammer. Ah, dann, Mist. Dann mache ich jetzt erstmal. Ja, okay. Ich schreib das mal kurz nochmal. Na, aufgeregt. Ja, schon ein bisschen, weil die Base, ich mag so eine Base, so ein Base-Layouts, wo man halt dann so außen rum rennen soll, mag ich nicht irgendwie. Oft habe ich da schon. Ist so. Oh, da greift gerade einer an. Cookie Beer. Ich habe da oft schon 49% und so gemacht. Okay. Dann schauen wir nochmal kurz Cookie Beer. Kannst du zuschauen? Ich kann zuschauen, ja. Er greift. Okay, mich auch. Go Vibe an. Wieder ein Drache drin. Meine Güte. Okay. Ja, Drachen kann man relativ leicht ausnocken. Was ich schon gesehen habe,
dass wenn man einen Drachen mit Magiern ausnocken will, dass die Magier eiskalt am Drachen vorbeilaufen. Und er darf nicht zu viele Magier setzen. Ja. Wenn er jetzt auch. Ich setze dann immer den Golem jetzt. Und weil dann fokussieren die, die Klanburg-Truppen fokussieren dann den Golem und der Golem tankt halt alles. Der Golem kann halt alles tanken. Ja, ich glaube, der hat viel zu viele Magier gesetzt. Na, muss man einfach. Hat sind nur noch 5 übrig. Muss man schauen, was er hatte. Hatte Klanburg hat gar keine Klanburg bei. Ah, das ist auch immer so ein Fehler. Ja. Mal schauen, ne? Hoffen wir, dass es 2 Sterne werden. So. Ja, sollten aber schon, denke ich, weil er hat ja noch die Königin, 2 Packers. Also langsam könnte er auch den ersten Zauber setzen. Ja, ein Sprungtrank, ja, da hätte ich. Ich hätte ihn ein bisschen weiter rechts gesetzt, weil die Golems halt rechts drauf. Rechts gelaufen. Okay, ein Packer läuft nach außen. König läuft auch nach außen. Jetzt läuft der König wieder rein. Jetzt hat er sich umentschieden. Und geht auf die Mauer, ja. Wieso auch? Ja, das ist halt immer. Manchmal ist das komisch, wie die sich entscheiden. Anstatt er einfach da 2 Meter draußen rumläuft. Und jetzt ist der Sprungtrank auch schon weg wieder. Ja. Wusstest du, dass der Barbarenkönig die gleiche KI wie die Barbaren hat? Also er. Nee, wusste ich gar nicht. Und die Bogenschützenkönigin die gleiche KI wie die Bogenschützen. Ah, okay. Aber gerade ist es gefallen. Sehr nice. Ja. Wären bestimmt. Oh nein. Leider, das ist alles gerade gestorben. Ja, genau für solche Fälle sollte man irgendwie Bogenschützen mitbringen. Ja, weil vor allem jetzt rechts auf der Seite ist richtig viel. Also, ja, der Blitz. Wobei. Nee, die andere Queen. Nee, wird nichts. Leider. Schade aber auch. Ah, der Beiflix greift jetzt an, glaube ich. Okay. Na, da oben ist er. Ich kann zugucken. Na, auf die 4, ja, ich kann auch zugucken. Also ich hatte ja schon die Wahnsinnstheorie, dass der Barbarenkönig vielleicht ein Mauerbrecher werden will. Ja, das hatte ich. Wann hatte ich das mal? Ich hatte es irgendwann mal. Ich hatte, war in der Mitte schon drin. Das Rathaus war tot und um das Rathaus drum war so eine Mauerreihe. Also dass nur das Rathaus da drin stand. Und da hat die Königin das Rathaus war halt schon tot. Da hat die Mauer zerstört und ist dann nicht mal reingelaufen, sondern einfach woanders hin. Also das ist halt immer. Die greift halt die Königin ist bei mir voll oft voll dumm. Also die greift dann halt immer Mauern an, die dir gar nicht angreifen müsste und ist halt, manchmal ist das ein bisschen komisch. Okay. Die 2 Riesenbomben haben nur 2 Barbaren ausgenockt. Ja, jetzt auch schon wieder der König, er war da unten und rennt bis nach da oben. Das ist halt dann auch wieder. Aber es müssten eigentlich lockere 2 Sterne geben. Vor allem, weil jetzt alles halt in die Mitte reinrennt. Jetzt friert er das halt rein und ja, das Rathaus ist jetzt mit einem Schlag tot. Lockere 2 Sterne. 3 glaube ich eher nicht, oder? Nee. Dazu leben da oben noch zu viele Teslas und so alles. Er hat auch keine Klarenburg dabei und dann. Ja. Vielleicht wird es sogar nur 1 Stern. Stimmt. Ach nee, die Queen ist dann doch gezündet, die holt jetzt dann noch den Tesla. Ja, aber die Packers leben noch, ein Golem ist dann noch zum Tanken und. Aha, der Bogenschütze. Ja, wären 2 Sterne. Ja. Ganz schön knapp hier. Ganz schön knapp gewesen. Boah, ja. Immer nur das Nötigste tun, wie in der Schule. Ja. Ja, der Golem ist jetzt tot. Der Packer ist tot, die Golems sind jetzt auch gleich tot. Aber 52%, das läuft. Ja, wenigstens 2 Sterne. Ja. So. Dann greife ich mal jetzt an, ne? Okay, ja. Das wird eine extrem lange Folge. Ja, ich weiß, ich muss mal schauen, ob ich das, vielleicht schneide ich das auch zusammen. Ein bisschen. Okay. Ja, ich werde es einfach so veröffentlichen. Ich schau mal, was ich morgen vormittags mache. Hab ja morgen frei. Okay. Ach nee, ich hab nicht morgen frei, sondern morgen Mittag jetzt irgendwann, dann krieg ich ja vormittags. Okay. Habe ich Truppen, Zauber habe ich dabei, Helden beide, Klanburg, normalen Truppen. Rauslocken ging jetzt hier nicht. Soll ich erstmal die 1 oder erstmal die 2? Ich weiß nicht. Warte, ich gucke. Das sind genau die gleiche Base. Echt jetzt? Ja. Exakt die gleiche. Nur halt die Gebäude sind ein bisschen anders. Ein bisschen Mauern. Ist eigentlich deine Entscheidung. Ich habe da nicht so viel Ahnung von Town Level 10 Bases. Ja. Ich nehme erstmal die 1. Okay. Ich nehme erstmal die 1. Okay. Ja, ich nehme die 1. So, los geht's. Okay, ich kann auch live zusehen. Gut. Das ist sehr gut. Die Queen ist dort oben, der König dort. Okay. Ich gehe von hier unten rein.
Kurz warten mit den Golems. Jo. Jetzt beginnt's. Ja. Okay, die Golems laufen schon mal rein. Jo. Ach, du machst Go VVP? Ja. Okay. Komm schon, springt in die Mitte. Ja, okay, der siehst Freeze du, der König gut. Rennt jetzt wieder alles raus und rum. Jetzt, der Packer läuft aber in die Mitte. Ich hasse das, ne? Aber sollten eigentlich zwei Sterne werden. Die Königin haut dort ordentlich rein immer. Mhm. Ja, jetzt geht sie aufs Rathaus. Gut, da leben so viele Spinny-Skelette. Ja, die sind nervig. Weil Packers dann auch immer so lange zum Schlagen brauchen und dann... Ah. Ja, doch, zwei Sterne, ja. Die Königin hat das Rathaus. Ja, und du kannst sie auch noch zünden, also von daher. Ja, und die haut halt ordentlich auf 25. Ja, so krass. Perfekt. Jetzt zünde ich nice. Die noch. Jetzt holt die da noch ein paar Prozente. Nice. So. Mal sehen, ob die den entfernen. Ja, jetzt haut noch der Tesla rauf und dann kassiert die halt ordentlich. Hat die nicht so genug Leben. Mm. Komm, kann ich hier noch... Den einen Bogenschützen, den ich mitgenommen habe, hier. Sehr gut. Oh, ich dachte, hatte da wohl nicht gesehen, dass der Golem da rechts rumgelaufen ist und der König auch noch rechts rum. Da hatte ich schon Bedenken, dass es nicht klappt. Ja, aber es wurde echt was. Also zwei Sterne. Ja. Respekt. Na, jetzt könnte ich eigentlich auch abbrechen, weil der eine ja, Bogenschützen. Da kann er sich. Der ist, glaube ich, sogar noch in der Reichweite vom Dingensturm. Minenwerfer, oder? Nee, doch nicht. Ja, wären dann 61-62% so. Mm. Den Bogenschützen. Ja. So. So, jetzt noch zwei, drei Schüsse. Jetzt ist er gleich tot, der. Jo. Das ist Collector da. So, und jetzt. Zu Ende. 62%. Ah, 62%. 25 Angriffe, 51 Sterne. Ja, das ist geil. Zwei im Schnitt ist doch ganz gut. Oh, da unten greift jemand an. Oh, okay, das ist auch noch nice. Jonas Wiegand. Und jetzt noch eine Ankündigung. Und zwar, wir konnten leider nicht alle Angriffe zeigen, weil es extrem viele sind und die Folge dann irgendwie eine Stunde gehen würde. Und bitte nicht traurig sein, aber ihr kommt irgendwann nochmal dran. Ja, ich denke, ich werde es auf jeden Fall ein bisschen zusammenhalten. 32 Minuten bisher sind schon ordentlich. Ja, auf jeden Fall. Also meine Internetleitung ist ja eigentlich relativ gut, also. Ja, meine geht auch. Geht schon klar. Läuft. So. Und da kommt wieder ein Drache raus. Weißt du, was mich wundert? Was? Meine Elgato hatte in dieser Aufnahme noch keinen Fehler. hat die bei dir manchmal einen Fehler? Ja, auf einmal ist das Schwarzbild oder da steht auf einmal Dolby Digital wird nicht unterstützt. Okay, mit Dolby Digital habe ich nie Fehler. Nur ich hatte letztens mal aufgenommen und dann ist der Stecker rausgefallen bei mir. Und das habe ich nicht bemerkt. Oh, das ist blöd. Das war halt einmal. Ja, ich nehme mir halt mit einem Android-Phone auf, ne? Ja. Das ist dann ein bisschen komplizierter. So. Ja, wird bestimmt ein Stern. Ja, der Barbarenkönig ist auch noch da. Wenn er ihn jetzt von oben setzt... Ja, jetzt setzt er ihn von oben. Ich weiß nicht, der 6er Barbarenkönig lebt dann noch und das wird dann gleich 1 gegen 1. Ja, aber es... Ja, jetzt kommen dann zwei Tesla noch. Nee, das wird ein Stern. Ja, das wird ein Stern. Wird schade, egal. Ja. Ja, vielleicht. Schade. Ja, ich mache nach dem Angriff, wollen wir dann aufhören, oder? Ja, ich würde auch sagen, wegen sonst dauert die Folge ja extrem lang. Ja. Hat eigentlich der Gegner zwischenzeitlich angegriffen? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ich auch nicht. Ich glaube aber nicht. Nee, vier Angriffe haben wir immer noch. Vier. Okay. Ja, auch ein Zeitproblem wäre es geworden. Ja. Aber gleich die Teslin und ich glaube, dann kommen noch die Bogenschützentürme ran. Mhm. Mal gucken, wo läuft als erstes hin? Rathaus oder Tesla? Mhm. Oh, ja. Rathaus. Und da ist der... Das hätte sogar noch was werden können. Ich habe jetzt gerade schon weggeschaltet, weil ich hätte keine Hoffnungen mehr. Das Rathaus hatte vielleicht noch einen Lifepoint, noch einen Schlag vom Barbarenkönig und das Rathaus wäre down gewesen. Das sowas ist halt dann immer ärgerlich. Ja, schade aber auch. Ja, egal. Naja. So.
Ich brauche schon mal die Tränke für morgen. Ja, muss ich auch noch machen, so. Jetzt habe ich noch 84.000 Elixier. Okay. Das reicht gar nicht für meine Armee. Ja, da musst du halt ein bisschen batschen, ein bisschen Elixier holen und dann passt das schon. So. Jo, das war's dann eigentlich mit der Folge, oder? Ja, würde ich sagen. Ja, dann würde ich sagen, das war's dann mit der Folge. Also wenn ihr sowas öfters sehen wollt, schreibt's ruhig unten in die Kommentare rein. Also mir hat's Spaß gemacht. Ja, mir auch. Schaut aber bei jeweils anderen vorbei, würde ich noch sagen, oder? Mhm. Ja, klar. Also falls ihr Elefantenfisch noch nicht kennt, der Link ist oben in der Beschreibung. Ja, ich verlinke dich da auch ganz unten. Jo. Und meinen zweiten Angriff werde ich dann auch noch irgendwann morgen oder übermorgen zeigen, mal sehen, wie es zeitlich passt. Okay, ich versuche es irgendwie Freitag zu zeigen in der Folge noch. Ja, ich werde dann auch nochmal, wenn der Klankrieg zu Ende ist, nochmal meinen zweiten Angriff zeigen und dann noch ein paar andere. Weil einmal nur mein Angriff wäre dann ein bisschen wenig. Ja, das wäre ein bisschen wenig, okay. Ja, na gut. So. Bis dann, oder? Jo, ich würde dann Ciao sagen. Tschüss.